Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ratchet & Clank Rift Apart bei mir auf dem Kanal. Euer Bumblebee hier mit einem weiteren Teil. Ja, gestern haben wir ja direkt an dieser Stelle hier aufgehört und ich habe jetzt gerade bemerkt, dass ich tatsächlich hier bei Miss Zircon eine neue Waffe kaufen kann. Und zwar den Formschnittsprinkler. Das ist das Ding, wo man irgendwie mit Pflanzen rummacht, glaube ich. Und das will ich jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Und dementsprechend rüste ich die jetzt direkt mal aus und wir gucken mal, was passiert. Wir wollen ja jetzt hier weitergehen und mit der Schnecke da über die Brücke kommen, im besten Fall. Den Vorschlag, aber was ist mit dem Flitzkäfer? Ja, das machen wir jetzt mal. Okay, los geht's. Wie war das mit Boost? Ah ja, R1, okay. Oh, und schon kann ich abspringen. Oh, oh, der ist aufgewacht. Hi. Da hau ich mal ein paar dickere Bomben drauf hier. Oh. Zack. Oh, wow, sind das viele. Oh, verdammt. Ich hab das mit dem halben... Mit dem halben Drücken noch nicht so raus. Oh, jetzt geht gar nichts mehr drücken technisch. So, jetzt können wir uns auf den großen Kerl hier konzentrieren. So, mein Lieber. Von den Kerlen müssen wir nämlich auch, ich glaube, einige besiegen, um eine Trophäe freizuspielen. Deswegen hauen wir jetzt hier mal schön drauf. Aua. Zack. Zack. Oh oh. So, ich weiß nicht, ob die neue Waffe gegen den auch schon was bringt. Schauen wir mal. Oh. Okay. Cool. Scheint schon. Oh, guckt mal. Das wird alles, das ist ja eine witzige Waffe. Das wird alles eingepflanzt. Okay, so, dann nochmal ein Partypilz. Oh, ist auch leer. Ich hab langsam echt ein Munitionsproblem hier. Wenn hier noch mehr von den Fröschen kommen. So, aber jetzt ist er. Der Grunter gleich tot. Oh, ich hänge an der Wand. Oh, oh, habe ich überhaupt noch Waffen? Partypilz habe ich noch. Und den Super Beamer hier. Oh je, oh je, oh je. Ich wurde nicht nur getroffen, ich wurde richtig getroffen. Ich habe jetzt echt ein Problem. Oh, oh, verdammt. Ja, das war ja nix. Okay, er ist wieder bei. Er ist wieder bei 100%. Wo ist er denn? Ah ja. So, jetzt gehen wir das mal ein bisschen schlauer an. Also, wir haben wieder komplette Munition. Was habe ich gerade falsch gemacht? Ich glaube, ich habe mich zu wenig auf diese ganzen vielen kleinen hier konzentriert. Deswegen mache ich jetzt das mal so. Dann machen wir das mal so. Und dann... Oh! Das wollte ich gar nicht. So, und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf den Großen. So, das ist gut. Perfekt. Zack. Schön wegbeamen. Und dann Granaten. Boom, perfekt. Genau so. Immer schön drauf. Eieiei. Mehr Partypilz. Da ist er. Mehr Pflanze. Ich glaube, das kann man immer draufhauen. Tatsächlich Partypilz und Pflanze und dann mit den anderen Waffen schön hinterher feuern. Au, zu spät gebeamt. Alter, die Dinger sind vielleicht widerstandsfähig, ey. So, jetzt sind hier wieder ein paar von den und dann wieder Mega Beam. Ja, das war die gute Kombi. Erst einpflanzen und dann Mega Beam. Das ist die Kombi. Uff. Und jetzt zu meinem letzten Gegner, den Mordsdruckschlössern. Was für Druckschlösser? Was erzählt sie denn da?
Okay, also wir sind da über die Brücke gekommen da hinten. Dann müssen wir jetzt. Wo müssen wir denn lang? Da hinten, okay. Erstmal ein bisschen Muni wieder einsammeln. Dankeschön, Dankeschön. Okay, ja, das ist die richtige Richtung. Hier muss es irgendwo Raritarium geben. Da oben. Komme ich da hoch? So, perfekt. Zack. Alles klar, also, und dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Schön wieder Muni einsammeln. Wie sind eigentlich unsere Level hier? Level 3, Level 1, klar, die ist neu. 4, 2. Partypilz ist auch schon auf 3. Nice, okay. Okay, nice. Es fliegt da. Oh, oh. Halt, Käfer, Käfer, aua! Die sind unangenehm. Da ist noch einer. Ich muss öfter dieses Beamen benutzen oder den Dash. Wie heißt der? Phantom-Sprint oder sowas, weil das Ding ist echt viel wert. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Oh, wow! Ich habe einen Golden Bolt. Eine tolle Ergänzung für unsere Sammlung. Welche Sammlung? Ich glaube, das ist der erste. Nice! Trophäe freigeschalten. Okay. So, dann würde ich sagen, hier irgendwo muss ich etwas tun. Muss ich auf den Käfer? Ah, hier die drei. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Ja, die Mords sind halt sonderbar. Okay, dann müssen wir den Kollegen hier nehmen. Mit dem sind wir schneller. Eins, zwei, drei. Dann finden wir mal die Wahrheit über dich heraus. Perfekt. Könnte ich nur mit Ratchet reden. So, können wir hier auch lang? Scheint schon. Was gibt's hier? Geheimes. Oh. Hier gibt's Wasser fallen. Hier gibt's nichts Geheimes. Okay. Dann einfach mal den normalen Weg hinterher. Wer bist du? Wieso willst du mir nicht vertrauen? Hör zu, ich hab's nicht so mit Robotern. Vor allem nicht, wenn sie meine Galaxie zerstören. Das tue ich nicht. Ich wollte Ratchet nur helfen, die anderen Lombaxe zu finden. Wir erfahren die Wahrheit früh genug. Sobald ich dich und den Infobot aus dem Fario City scanne. Okay. Okay. Also, ich glaube, wir sind hier richtig. Wo ist das, ihr Zuhause jetzt, oder wie? Oh, gemütlich hast du es. Erstmal sicher. Das ist wirklich absolut unnötig. Oh, hallo. Liebe auf den ersten Blick, oder wie? Okay. Du warst also ehrlich. Wie ich dir versichert habe. Wiederholt. Dein Nefarius, er sieht meinem sehr ähnlich und ist auch böse. Okay. Und der Lombax. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber... Du glaubst, er ist ein dimensionales Gegenstück. Kann doch sein. Okay, was auch immer hier vorgeht, wir beheben es. Wir? Ich dachte, Roboter sind nicht dein Ding. Naja, nicht alle, bloß die meisten. Also, wie der Imperator, seine blöden Anhänger, Piraten. Jo, neues Dreamteam jetzt. Ja, ich erkenne auch die Ironie. Oh, bitte entschuldige. Ich hatte nicht vor, dich, Du schämst dich? Obwohl ich gerade in deinem Gehirn-Tagebuch-Dings war? Das sieht schon einfach gut aus. Also, grafisch
kann man hier echt nichts sagen. Hammer. Das ist wie in so einem Pixar-Film. Oh, hi. Hat der jetzt Clank? Oh, auf die Schnecke. Jetzt bin ich gespannt. Das ist mein herzhaftender Roboter! Unser Amphibien-Sprengstoff zur Eliminierung des feindlichen Feldneus! Halt durch, Boots! Ich komme! Okay. Das sind Minen. Kann ich mit dem Ding springen? Nee, ne? So, oh yeah. Boost. Kröten, Kröten, Kröten. Einfach durchrasen. Wo lang? Ein Flugstabilisator auf dem Rücken. Wenn ich da rankomme und draufschlage, stürzt das Ding ab. Gedrückt halten und von Rand. Was? Okay, also ich muss irgendwie. Ah, da ist eine Rampe. Let's go. Reicht das? Ja. Das war richtig, glaube ich. Haben wir ihn? Nee. Clank ist immer noch. Servus. Endgegner. Nice. Alter, das sieht Hammer aus. So, Munition ist gleich leer. Stufenaufstieg. Wow, sie werden so schnell groß. Trophäe freigeschalten, wahrscheinlich für Level 5. So, dann hauen wir ihm mal ein paar von den größeren Bomben um die Ohren. Okay, erste Munition. Oh, das sind noch mehr. Moment, ich brauche Mr. Pilz. Eieieiei. So, und dann hauen wir uns mal mit dem hier drauf. Zack. 50%. Okay, Hälfte haben wir. Da ist was passiert. Oh, nochmal eine Jagd. Setz Amphibien-Sprengstoff ein! Amphibien-Sprengstoff. Ich muss Boots retten. So, also. Wo ist die nächste Rampe? Wir brauchen wieder so eine Rampe, um hochzukommen. Da. Ich komme nur an den Flugstabilisator, wenn ich dem Ding auf den Rücken springe. So, ja, aber ich muss ja auch irgendwie den Dingern. Ah, jetzt da ist er. So, dann geben wir jetzt Gas. Zack. Okay, wir sind drauf, komm mal. Das war knapp. Nice, okay. Nächster Fight. Servus. Okay, welche Waffe? Mr. Partypilz erstmal. Oh. Das sieht so aus, als könnte es wehtun. Ausweichen nicht vergessen. So, jetzt kommt wieder der Laser. Perfekt. Ich kann auch so einen Lasermeister. Boom. Au. Wieso lässt du nicht mich das Ding steuern? Verdammt. Da passiert so viel auf einmal. Oh, er haut wieder ab oder was ist das? Ah ne, das sind Bomben jetzt. Easy. Okay, Waffe ist leer, aber auf Stufe 2. Was passiert mit der Pflanzending? Passiert wahrscheinlich nichts mit dem, oder?
26% noch. 20. Oh. Uff, das war knapp. So, Meister. Zack, easy. Das soll es jetzt gleich gewesen sein. Ich habe keine Munition mehr. Partykills noch ein bisschen drauf. Und dann machen wir ihn mit dem Blaster fertig. Oldschool, mit dem Blaster drauf. Juh, der feuert auch ganz schön ordentlich. So, das war's. Voll auf die 12. Alles klar, Bolts? Bolts? Clank! Du bist mir gefolgt. Danke. Ja, tja, wir haben wohl doch noch was zu erledigen. Ja, also neues Dream Team. Sehen wir nach, ob Mord das Schiff geflickt hat. Okay, Trophäe freigeschalten. Suchfüßlersuche. Okay. So, jetzt schauen wir doch mal hier. Das sieht alles gut aus. Oh, da sehe ich schon wieder Raritarium. Übrigens, ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich... Soll ich dir einen Signalverstärker verpassen, damit dein Kommunikator wieder läuft? Ja, das bitte. Das wäre erfreulich. Nicht so spannend wie das, was wir in dem Infobot finden werden, aber fast. Wie komme ich denn jetzt hier wieder... Wofür ist denn das, wenn ich jetzt... Ah, da kommt man auch weit. Ah, okay, jetzt. Zack, alles klar. Hi, die winken das schon so. Ist bereit und wartet auf dich. Mord, du hast es repariert. Dankeschön. Danke. Bist du soweit? Natürlich. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal, weil ich habe auf dem ersten Planeten, glaube ich, alles liegen lassen. Das will ich doch jetzt hier mal ändern. Aber jetzt laden wir hier erstmal ein bisschen die Waffen auf. Also hier fehlt uns noch das hier. Giftwolke, perfekt. Dann leveln wir die Schmetterbombe auf, weil die benutzen wir echt auch viel. Perfekt. So, mehr Munition und mehr Munitionslimit. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Schaden. Wirkungsbereich, das ist sehr gut. Das nehmen wir mit. So, wie viel Raritarium haben wir noch? 7. Kommen wir wahrscheinlich nicht ganz rum, aber das nehmen wir auch noch mit. Ah, wegen einem. Ah nein, es reicht sogar. Ah, Tatsache. Perfekt. So, dann haben wir jetzt ordentlich aufgelevelt. Und dann schauen wir uns jetzt mal um. Denn ich will diesmal nicht so viel liegen lassen wie im letzten Level. Hoppala. Das sind Explosionstanks. Das habe ich nicht gecheckt. Ja, wie? Und die explodieren nicht hier, oder? Doch. Okay. Wie komme ich hier rein? Hier muss es irgendwie reingehen, glaube ich. Oder man kann zumindest drumherum gehen. Ja, eher drumherum. Auf der anderen Seite ist da jetzt nichts eingezeichnet auf der Karte. Ah ja, da ist doch... Ja, perfekt. Goldbolt Nummer 2. So, damit haben wir schon 2 und es gibt hier in dem Level insgesamt 3. Denn da will ich mich jetzt mal ein bisschen verstärkt dran machen, dass ich die nicht alle liegen lasse tatsächlich. Wie jetzt im ersten Level. Aber ich bin mir sicher, wir können ins erste Level nochmal zurück und auch die einsammeln. So, dann schauen wir uns mal um. Ich will jetzt hier nämlich einmal die Karte so ein bisschen aufräumen. Ne? Story-wise müssen wir in den Flieger steigen, wie es aussieht. Aber ihr seht, die Karte hier ist ja noch recht unerkundet, will ich mal behaupten. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt hier mal noch ein bisschen um. Ich finde echt, das Spiel ist fun. Es ist jetzt natürlich, es ist einfache Unterhaltung, das ist schon klar, ne? Man kann ja nicht immer
keine Ahnung, auf höchstem Niveau Game. Aber ich finde, sowohl grafisch als auch vom Gameplay-Erlebnis ist das Spiel einfach echt fun. Also, für leichte Unterhaltung, perfekt. So, also man muss auf jeden Fall mit dieser Schnecke mal hier hinten lang. Und ich will jetzt nur mal gucken. Ja, genau, da ist nämlich so ein Spalt, wenn ich das richtig auf der Karte sehe. Ah, aber halt, da sind wir ja schon durch, ne? Man musste hier, um durch die Höhle zu kommen, musste man doch einmal durch diesen Spalt. Komme ich jetzt hier nirgendwo zurück ohne diese Schnecke? Und wo ist die? Nee, da komme ich nicht. Ah, halt hier. Nee. Ich hab gedacht, da wäre der Spalt. Okay, gar nicht so leicht hier zu erkunden, wenn man überall nur mit diesen Schnecken hinkommt. Wo ist die? Man sieht mehr Flitzkäfer als üblich in der Gegend. Ja, 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 absolut, absolut. Es muss ja auch irgendwo noch so ein Dinosaurier noch mal geben, oder? Weil ich glaube, ich muss so und so viel. Ah, hier sind diese Käfer drin, okay. So, dann gucken wir doch mal. Einmal hier rüber. Schau mal kurz auf die Karte, da gibt es nur nochmal einen Käfer. Oh, hab ich jetzt schon wieder Raritarium liegen lassen? Das gibt's doch nicht. Wo ist das? Das ist irgendwo da rechts unten. Hä, was war das? Woran bin ich jetzt gerade gestorben? Hm, okay, also Raritarium habe ich aber da gefunden gerade. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich da auch hochkomme. So, das war das. Dann nochmal die Schnecke holen. Da links oben ist auch noch was. Ist das hier oben oder ist das... Ja, das ist da drüben. Oh, danke. So, hier irgendwo muss es noch Raritarium geben. Da ist es. Perfekt. Und zurück. Und wieder zurück geht's hier lang. Oh geil, ich kann mich da einfach drüber ziehen. Das macht so Fun, dieses Beamen. Ich wünschte, das hätten sie noch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, sinnvoller im Kampf einzusetzen. Oder ich bin einfach noch nicht ganz gewohnt mit dem Ding umzugehen, weil irgendwie wirklich im Kampf sinnvoll, sich da so hin und her zu beamen, habe ich das Eindruck, ist es jetzt noch nicht unbedingt. Aber, naja, vielleicht kommt das noch. So, hier waren wir auch noch nicht drauf. Komme ich hier irgendwie drauf? Ich fahre mal drum rum. Irgendwo muss es doch hier einen Aufgang geben. Hm. Ah, ich gehe mal hier an Land. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Ja, ich bleib mal hier kurz. So, hier komme ich nicht rüber. Aber ihr seht, also die Karte ist eine Riesenhilfe, um zu sehen, wo man schon war, wo noch nicht. Zum Beispiel, es wird einem auch nicht immer gleich alles angezeigt auf der Karte. Jetzt entdeckt er, dass hier Raritarium war. Interessant. Vielleicht wird da die mit dem Update für Clank auch die Reichweite größer. Weiß ich nicht, ob das irgendwie im Zusammenhang steht. Hi Jungs, was kann ich bei euch so machen? Gar nichts. Doch hier. Hä? Ah, okay, jetzt habe ich's. Dankeschön. So, das können wir auch. Zack. Zack. Perfekt. Nice. Okay, hier ist auch irgendwo Raritarium. Da ist es. Oh, da ist nochmal so ein Kerl. Da ist er. Okay. So. Erstmal Partypilz. Dann Pflanzen hinterher. Und dann
Bomben ohne Ende, würde ich sagen. Bam. Zack. Dann nochmal einpflanzen. Das hat gerade irgendwie nicht funktioniert. Und dann voll drauf mit dem Laser. Das hat richtig gut funktioniert vorhin. Ja, das ist richtig gut. Zack. Partikels. Und jetzt will ich mal den Vollstrecker ein bisschen aufleveln. Bam. So, Munition ist... das war knapp. Finaler Schlag. Zack, tot. Genauso easy sollte das sein. Bum, bum. Oh. Ah ja, das geht ja auch noch. Ich hab gerade gemerkt, dass mein Vollstrecker schon wieder leer ist. So, was wollen wir aufleveln? 3. Auf jeden Fall diese Pflanze. Ich muss die öfter einsetzen. Die Festpflanzwaffe. Wie heißt die? Formschnittsprinkler. Oh, die Waffennamen sind aber auch immer kompliziert. Der Formschnittsprinkler. Okay. Wo geht's lang jetzt am besten? Sind wir hier letztes Mal schon lang gerannt? Hier gibt's auf jeden Fall nochmal eine Schnecke. Der kann ich da rein und darüber. Ja, da drüben war ich noch gar nicht. Okay, das ist perfekt. Schauen wir noch ganz kurz, was es hier so gibt. Nicht mehr viel. So, aber damit ist die Map hier erkundet auf der Seite. Und dann ab zur Schnecke. Bumm. Wow, gleich... Ah, ne. Gedacht, ich krieg gleich 3 Stück. Bumm. Und zack. Der überfährt die richtig gut. So, perfekt. Vielleicht hätte ich draufbleiben sollen. Ne, hier kann man gut ohne Schnecke unterwegs sein. Halt, das sind die Fässer, die explodieren, oder? Ja. Alter. Zack. Noch wo einer? Ja, da. Hey. Halt. Verdammt. Wie kriege ich denn jetzt? Das mit dem kurzen Schuss habe ich noch nicht so raus. Aber immerhin Stufenaufstieg. So, hier hinten ist noch was. Zack, Formschnittsprinkler, oder wie war das? Ausgerüstet und weiter geht's. Oh. Oh, da hinten ist ein Spalt, oder was ist das denn? Oh, das war knapp. Was geht hier? Das ist doch auch irgendwas. Ja, das ist so ein... Okay. Wer hat viele Kisten verloren? Dimensionsfalte, optional. Wenn ich vorsichtig bin, kann ich mir einen Weg bahnen. Okay. Verstehe. Da nicht draufhauen, oder? Wahrscheinlich nicht, weil sonst komme ich da nicht rüber. Oh! Alter. Und jetzt ist es wieder weg. Nein. Okay. Ah, das war schlecht. Boah, das ist gar nicht so leicht. So rum. Da draußen. So, machen wir das weg.
Ich stecke außerhalb von Raum und Zeit fest, ohne einen Snack. Ich brauch Proteine. Yo, der Lombax. Ach, jetzt schießt du auch noch auf mich. Oh oh. Oh je. Das war vielleicht schon zu viel Action. Hier rüber. Hier rüber. Uff. Okay, das muss jetzt echt präzise ablaufen hier. Vielleicht da oben noch. Ei, das war schon zu viel. Ah, nee, okay, perfekt. Was das? Was habe ich jetzt gemacht? Modischer Stahltrophäe. Ich habe ein... Ah, okay. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand, den man hier bekommt. Rüstung ausrüsten. Rüstungskapseln. Du hast eine Rüstungskapsel gefunden. Diese verleiht dir einen dauerhaften Schub, egal ob du sie ausrüstest oder nicht. Okay. Sammle mehr, indem du Dimensionsfalten abschließt, Planeten erkundest oder optionale Inhalte abschließt. Ja, ist klar. Es war Torso, wenn ich das richtig... Ändere dein Aussehen, indem du X drückst, um Rüstung anzulegen. Mit Viereck änderst du die Farbe der angelegten Rüstung. Okay. Roboterverkleidung. Brust. Eine von Rivet entworfene Torso-Rüstung, die ihre Träger von den Soldaten des Imperators beschützt. Okay. Schaden durch Nefarius-Gegner ist um 5%. Also das ist speziell gegen Nefarius-Gegner. Aber wenn ich es verstanden habe, dann ist das tatsächlich farblich... Oh, guck mal hier, gleich mal die Bumblebee-Ausrüstung, auf jeden Fall. Ist es egal, ob man sie anhat oder nicht, man hat sie auf jeden Fall, den Bonus hat man, sozusagen, ne? Nice, okay. Und dann ab zurück. Hier geht's wieder... Ja, okay, cool. Ach, das finde ich nice, diese... Ach, cool, und dass man hier einfach durchlatscht. Guckt euch das mal an. Puff. Zack, bin ich hier drin. Wieder normale Welt. Alles offen. Das ist echt krass. Das finde ich wirklich Hammer. Ah, und dann kriege ich sogar ein Häkchen, wenn ich es abgeschlossen habe. Das gefällt mir sehr gut. Und dementsprechend gibt es hier noch zwei andere Dimensionsfalten. Wow, okay. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun, wie ich sehe. Ich würde jetzt mal kurz noch hier nach hinten erkunden, was es hier noch so gibt. Damit wir die Seite der Insel zumindest abgeschlossen haben. Was gibt's da hinten noch? Ah, da ist nochmal ein ganzes Gebiet, oder? Oder zumindest irgendwie so eine Plattform. Ja, da ist nichts mehr. Das ist Miss Zircon. Servus. Okay, ich habe noch nicht genügend Geld für den Querschläger. Schade. Sugar? Wie kommt man denn da drauf? Wie komme ich darüber? Muss ich irgendwas aktivieren, was ich hier nicht kann aktuell, wie es aussieht? Na gut. Vielleicht muss man hier auch nochmal herkommen, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Ich travel vielleicht ein bisschen zurück und dann sammeln wir hier noch den Rest auf dem Planeten ein. Ja, kurzes, schnelles Let's Play hier zu Ratchet und Clank Rift Apart und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil schon wieder. Bis dahin und tschüss.